So, aber jetzt habe ich wieder genug geredet. Ihr denkt euch schon wieder, boah, ey, Alter, hör auf, ich will wissen, was in der Box ist. Oder die erste. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Irenes Boxenwelt und mehr. Ich grinse wieder, wie ihr seht, und ich freue mich so, dass ich das heute machen kann, das Video, denn es ist meine Verlosung zu den 900 Abonnenten. Ihr wisst, ich bin da immer etwas zurückhaltender mit meiner Freude, bis ich mir wirklich sicher bin, dass wir ein bisschen weiter weg sind von der Null. Und das sind wir jetzt. Ich glaube, ich hatte jetzt 917, als ich jetzt dieses Video gedreht habe. Und ich glaube, da können wir schon ziemlich sicher sein, dass wir auch so bleiben, wie wir jetzt sind. Und ja, und da ich mich freue, sollt ihr euch auch freuen. Und deswegen habe ich eine Verlosungsbox wieder gepackt. Ne, ihr habt es ja dann im Thumbnail schon gesehen. Ich hoffe, das, was ich euch zusammengestellt habe, gefällt euch. Und ich gehe mal eben so ein bisschen drauf ein, was drin ist. Vielleicht überlege ich mir innerhalb des Videos, es nicht komplett zu zeigen. Vielleicht zeige ich es euch auch komplett. Ich überlege mir das mal einfach. Ihr wisst, ich bin da ja immer etwas spontaner. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich wieder meine berühmten drei Herzchen, die immer größer werden, an euch schicken möchte. Ihr kennt mich ja, die ihr mich jetzt hier verfolgt. Das ist nicht so dahergesagt und ich glaube, ihr spürt das auch alle und deswegen wachsen wir auch so schön. Weil ihr merkt, wie ich mich darüber freue, über diese wahnsinnig vielen Kontakte, die wir haben, über die ganzen Kommentare von euch. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe das ja auch schon mal so bei meinen Kollegen, denn wenn da manchmal nicht ganz so viele Kommentare kommen, wo ich dann immer denke, so, oh mein Gott, und wir sind ja alle so lieb und so süß und so wunderbar. Und ich kann euch nicht anders beschreiben. Es geht einem, also mir das Herz auf, wirklich, wenn ich eure Kommentare sehe. Und in letzter Zeit wurde auch oft dann schon von Abonnenten geschrieben, bist du ein Roboter, wie schaffst du das alles, wie kannst du wirklich, du musst nicht jeden Kommentar beantworten. Doch, solange ich das noch schaffen kann, möchte ich das auch. Das ist mir selber so wichtig, in diesem Kontakt mit euch zu stehen. Und natürlich, es ist manchmal, weiß ich auch nicht mehr, wie ich es dann hinkriege, dann fange ich halt, wie gesagt, an, um 4, 5, 6 Uhr nachts Videos zu drehen oder bis spätabend. Oder wenn mein Mann dann schläft, dann gehe ich nach unten heimlich und fange dann an zu filmen. Dann habe ich dann immer meine berühmten Lichtprobleme, wenn ich das mache. Aber mir ist das wichtig. Mir ist es wirklich wichtig, eure Kommentare immer möglichst zeitnah zu lesen. Und ich entschuldige mich auch schon immer, wenn es mal ein, zwei Tage dazwischen ist oder mir irgendein Kommentar sogar komplett entgangen ist. Ich habe auch oft, dass Kommentare erst später dazukommen. Und was auch, wie gesagt, sehr, sehr häufig ist, ich kann es immer und immer wieder nur im Moment betonen, auch wenn meine Abonnentenzahl super wächst, es ist wirklich so, dass ganz viele Abonnenten gelöscht werden, wenn die lange nicht mehr auf die Videos geguckt haben. Deswegen, das habe ich ja letztens auch schon mal gesagt, das betrifft ja nicht nur mich, sondern halt auch bei meinen Kollegen. Guckt einfach wirklich die, die euch wichtig sind, guckt doch mal ab und zu, ob ihr noch da seid. Ja, und was mir halt persönlich auch noch ganz so ein Anliegen ist, ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mir auch nicht nur hier, sondern auch bei Instagram folgt. Da versuche ich im Moment ja auch ein bisschen aktiver zu werden, gerade um euch frühzeitig Schnäppchen mitteilen zu können. Das ist mir halt selber sehr wichtig, dass ich die dann immer in den Stories poste und im Feed. Und dafür müsst ihr aber halt auch wirklich Beiträge und Stories angeklickt haben und mir halt folgen. Das wäre schon schön. Ja, so wie es hier auch so toll klappt. So, aber jetzt habe ich wieder genug geredet. Ihr denkt euch schon wieder, boah, ey, Alter, hör auf, ich will wissen, was in der Box ist. Oder die ersten haben sogar schon vorgespult. Das sehe ich ja auch immer so an meiner Watchtime, dass dann so übersprungen wird. Aber ich sage nichts mehr dazu, weil wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden, inwieweit er das Gelabere ertragen kann. Ertragen möchte, wie auch immer. Also, womit fangen wir denn jetzt an? Wir nehmen mal was für die Haare. Und zwar habe ich da die Restoring Mask von Refibra. Dann, das ist doch die Haarmaske gewesen, ne? Nicht, dass ich euch jetzt Blödsinn erzähle. Doch, Apply on Damp Hair and Message, genau. Bin schon total verunsichert. Dann habe ich ein Pröbchen dabei gelegt vom Parfum, was ich selber sehr gerne mag, nämlich von Miss Dior. Dann das, was ich nicht mag, möchte ich euch aber auch geben.
Aber ich weiß, ihr mögt das sehr gerne. Ich sag jetzt nichts. Und zwar feste Dusche, Sebamed, die frische Dusche. Mein Duften tut die schon toll. Naja, vielleicht irgendwann. So, dann von Trend It Up ein wunderschöner Goldton. Guck mal, fast so wie ich heute glitzere. Dann von Essence Tea 8 Stunden Matt Liquid Lipstick. Von KAB der Concealer, weil ich weiß, dass der sehr, sehr begehrt ist. Von Aiko, auch eine sehr gute Marke, der Fat Liquid Eyeliner. Und von Trend It Up, die Nummer 1, die Mascara. Dann nochmal von Bilou, Silver Sparkle, der cremige Duschschaum. So, und das letzte, aber nicht das letzte, sondern nur das letzte Produkt, ist mein Highlight, nämlich von Kiko Milano, eine kleine Eyeshadow-Palette. Die packe ich euch auch mal eben aus, dass ihr seht, ob die Farben euch gefallen würden. Obwohl ich sage immer, selbst wenn nicht, habt ihr was zum Weitergeben. Also das ist die Nummer 03 und die schaut dann so aus. Also wunderschöne Farben, die jetzt auch wirklich so für den kommenden Frühling sehr schön geeignet sind, in den Sommer rein noch. So. Ich hoffe, die gefällt euch. Das sind die Produkte, die ich jetzt für euch habe. Und ich hoffe, ihr freut euch drüber. Ach, wir werden wieder dunkel. Hashtag 900. Bis wann lasse ich es denn jetzt überhaupt laufen? Ich würde sagen 2 Wochen, dann 9. Wann bringe ich euch denn? Wann bringe ich denn jetzt dieses Video? Oh Gott, ich muss mal eben nachgucken. Anmeldeschluss ist der 23. Januar. Hashtag, wie gesagt, die 900. Die Voraussetzungen, Bedingungen stehen in der Infobox. Lest euch das auch bitte durch. Ich werde nämlich jetzt hier nicht wieder näher drauf eingehen. Und von daher wünsche ich euch allen viel Glück. Tschüss!